Servus Freunde. Ja, ich mache jetzt einen Overnighter. Endlich ist der Schnee da. Ich muss jetzt anderthalb Stunden fahren und zwar fahre ich zu Markus und zum Tom. Jetzt erstmal das Auto freischaufeln und so weiter. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Es ist richtig viel Schnee. Bis gleich. So, jetzt schon im Wald. Man sieht weniger Schnee, aber ich habe die Fahrt gut überstanden. Es war sehr anspannend zwischendrin mal bei uns da oben. Und ja, der Markus ist schon da. Servus. Und wir suchen jetzt unseren schönen Platz für unseren Overnighter. So, angekommen. Mal sehen, wie wir das hier alles so aufbauen. Jo, Markus, was probierst du heute aus? Ich versuche heute mal ein bisschen spärlicher damit auszukommen. Habe trotzdem mal noch genügend Reserve dabei mit Inlet und so. Aber mein Gedanke ist halt mal mit kompletter Kleidung, mit Schlafsack, Inlet und Dünnen, dass halt nicht schmutzig, dass es nicht schmutzig wird. Und den Carinthia Tropen Schlafsack ist ja Sommerschlafsack, im Biwaksack zum Schlafen. Darunter ist einfach 1,4 cm Isomatte und eine Bundeswehr-Wolldecke. Ja, und da bin ich jetzt einmal gespannt, wie die Nacht heute wird. Es hat jetzt ungefähr so 1 Grad, 0 Grad. Schauen wir mal, ob es mir frieren wird. Ja Leute, da bin ich auch mal gespannt. Der Tropen soll ja angeblich bis 0 Grad, oder? Plus 5, glaube ich. Plus 5. Aber es gibt irgendwelche Hartgesottenen, die erzählen, dass sie bei 0 Grad auch draußen damit waren. Naja klar, es kommt immer darauf an, wie man draußen schläft. Man kann natürlich auch einen dünnen Schlafsack nehmen, dafür mehr anziehen. Das ist ganz logisch. Oder halt Inlets reinmachen. Also ich zum Beispiel muss auch mal dazu sagen, dass ich kein Typ bin, der jetzt gerne irgendwie die Klamotten auszieht im Schlafsack. Ich möchte immer bereit sein. Also es war schon immer so, es war noch nie anders. Und ich schlafe gut mit Klamotten im Schlafsack. Deswegen ist es okay, wenn ich jetzt den Defense 4 habe oder so, bei extremeren Temperaturen. Mein Setup ist wie immer, ich habe die Synmet dabei, die Synmet 7 UL, also die Isomatte. Die reicht mir. Dann habe ich die Bundeswehr-Isomatte zum Sitzen, den Observer Biwak Carinthia, also von Carinthia. Dann habe ich das AquaQuest Ultralight Tarp dabei. Ja, das ist eigentlich so meine Standard-Schlafausrüstung Carinthia 4 zum Pennen als Pennpelle. Und dann noch den Swagman Regenhose habe ich an, Gore-Tex. Ja, ansonsten ein bisschen was zum Essen. Bei mir gibt es heute einfaches wieder, Ravioli aus der Dose. Und Bacon Beans, die billigen. Ja, immerhin mehr als wie sonst. Ah ja, ein paar Chips habe ich noch dabei. Wie üblich, ja, ungarisch. Funny frisch. Genau, das ist so meine Ausrüstung zum Kochen, nämlich den Primetech Primus habe ich mit. Sonst wüsste ich nichts, was ich erzählen könnte, was spannend wäre. Daunenjacke jetzt an, die andere ist mal wieder recht feucht, die Fließjacke. Und ja, jetzt schaue ich einfach mal, was passiert. Nachher kommt der Tom noch dazu und gegen Abend dann. Ja, ich freue mich jetzt auf eine gemütliche Runde. Da haben wir noch einen Tipi aufgestellt, da kann der Markus dann gemütlich sitzen, weil er schläft ein bisschen außerhalb. So, warum auch immer. So, 14.10 Uhr, ich mache mir jetzt ein Käffchen. Der Markus ist gerade unterwegs, der sucht was oder macht kurz ein Video, ich weiß es nicht genau. Und ja, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Baust du deine Bank? Ja.
Ja, besser. Kühlt aber schnell ab, irgendwie. Regnet fast mehr, als dass es schneit. Blub. Was war das? Hast du einen kleinen Böller rein oder sowas? Das habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Mit der Axt draufhauen können? Ja. Genau. Da kommt das Holz aus noch rum, ne? Vielleicht. Servus. Kurz Neues, Bernd. Hey, kurz Neues. Grüß dich. Kurz Neues. Kurz Neues. Ja. Jetzt sind wir wieder zu dritt unterwegs. Ha? Jawohl, endlich. Jetzt wird es wieder lustig werden. Ich habe das aufgebaut. Ja, ist nett. Cool. Ich habe für uns alle Kaffee Apfelküchle mitgebracht. Ui. Kannst du es vielleicht bei dir unterlegen, weil sonst wieder pappert. Ja, als Matte schon, aber nicht zum Transportieren. Den gleichen Satz, den habe ich halt erst. Ich habe mir jetzt die Matte, ja, wie ist das geil, nee, die ist scheiße. Super. Das Packmaß haut mich nicht vom Socken, weißt du. Ich muss wieder zurück. Aber was ich heute dabei habe als Premiere, Schnellspannkarabiner. Oh. Von Night Eyes. Kosten 2 Stück 6 Euro. Ziemlich coole Sache. Okay, mal was anderes. Ach, die hatte Carlos doch mal gezeigt, kann das sein? Das weiß ich nicht. Nee, das waren die mit dem Bügel ohne Mechanik. Ah, okay. Die hat der Carlos gezeigt. Ein echt ekliges Wetter. Ja, so sagst du was. Hat aber auch seinen Charme, finde ja, ich. Ja. Wenn immer bloß warm und am ja. besten bis um 10 Uhr hell und in der Früh zwitschern schon wieder die Vögel und mit der Unterhosen auslaufen. Ja, das kannst du. Das kann jeder, weißt du. Ja. Da fehlt sich nichts. Also ich dachte noch ein bisschen mehr Weißig drauf, glaube ich. Oder einfach mal hochbrennen lassen. Kommt dann unser Schneebatzen. Ich wollte gerade sagen, ist sowieso vorbei. Das ist krass, im Biwaksack, ich habe da die Wärmflasche rein, gell? Ja. Wie das warm ist gleich da drin. Ja, das ist hat ja auch quasi keine Möglichkeit, da rauszukommen, gell? Ja, ja. Gar nicht so einfach mit dem Feuer, Leute. Also gerade hier, wo es die ganze Zeit regnet jetzt, anstatt schneit, ist tratschnass. Und ich werde bald erschlagen, glaube ich, auf meiner Seite. So, nachdem wir kläglich versagt haben, das Feuer am Laufen zu lassen, halten, beziehungsweise haben wir uns entschieden, das Feuer dann ausgehen zu lassen, weil es eh nur geraucht hat. Und das hat uns allen jetzt nicht so gut getan. Und wird halt gefressen. Richtig, Männer? Prost. Ja. Ja. Aber es passt schon. Dünnere Nächte gehabt. Ja. Ja, also viel zum Film gibt's auch nicht. Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen heißes Wasser nochmal in die Flasche hier gemacht für die Hände zum Aufwärmen. Ja. Wie ihr merkt, es gibt gar nichts zu erzählen gerade. Es ist halt einfach nur nass. Ja, wie geht's euch so? Ja, bei mir ist auch alles nass. Durch mein Dach, durch mein Polenzelt, von geht's auch nass durch. Und ja, der Tom hat mir jetzt gerade noch seinen Poncho geliehen. Ja. Jetzt habe ich wenigstens ein kleines Vordach. Und ansonsten, ja, was machen wir? Essen und Trinken. Tom, wie ist es bei dir? Ja, super. Also ich habe hier Kartoffeln und Corned Beef. Ich muss jetzt noch abkühlen. Ja, sonst, ich muss sagen, ich habe einen schönen Shelter. Es ist quasi wie überall ein wenig nass.
Aber sonst eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ich fühle mich jetzt, naja, heimisch wäre jetzt übertrieben. Es regnet nicht rein zu Hause. Aber so ist eigentlich ganz in Ordnung. Ein bisschen richtiges Equipment noch mit rausnehmen. Wie zum Beispiel eine Regenhose ist jetzt echt Gold wert hier. Es hält halt die Wärme am Körper drin. Es ist nicht wahnsinnig kalt, aber dadurch, dass die hohe Luftfeuchtigkeit ist und kurz vorm Gefrieren, ist es halt ein bisschen unangenehm. Unangenehm, auch mit langer Unterhose und so. Ja. Und, aber das ist halt, dass du halt deine quasi Klamotten unten drunter sind halt noch schön warm. Und wenn du nachher, sag ich mal, in den Schlafsack gehst, ob es jetzt mit oder ohne Hose ist, das Zeug ist halt einfach trocken. Ja, eben. Das ist halt einfach schon viel wert, ja. Ja, richtig. Ja. Und gut. Sonst kann ich mich jetzt eigentlich momentan nicht so beschweren. Wie gesagt habe, so, ich habe ja in die Flasche hier das Wasser, was halt drin war, habe ich nochmal gekocht und warm gemacht. Ist jetzt zwar nicht voll und so, aber zum Hände aufwärmen und unter dem Speckman schieben, ist das echt eine angenehme Sache. Es muss ja nicht immer eine Eisen- oder Aluflasche sein oder so, es geht auch mit denen ganz gut. Ja, nur so als kleine Idee. Der Markus und der Tom haben mich genötigt, das im Video zu sagen, darum habe ich das jetzt gemacht. Hilfe, hol uns hier raus! Naja. Ansonsten melden wir uns wieder, wenn wir ins Bett gehen. So Leute, jetzt geht's ins Bett. Der Markus ist schon relativ früh gegangen, von einer Stunde sowas. Mit dem Tom noch ein bisschen weiter geratscht und ja, ist jetzt kurz vor 10. Ich finde, die Zeit ist in Ordnung, zum Schlafen zu gehen. Und es ist schon heute auch besonders unangenehmes Wetter gewesen. Jetzt nicht tödlich schlimm oder so, aber halt schon so eine unangenehme Feuchtigkeit, wo jetzt jeder froh ist, dass er in seinem gemütlichen Schlafsetup liegen kann. Ja, soweit so gut, dann bis morgen, ne? Ciao. Guten Morgen, Leute. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Es ist jetzt 8 Uhr. Naja, noch relativ dunkel natürlich und es regnet immer noch. Und es ist alles ziemlich drecknass. Gell, Tom? Ja. Jo, schon ganz demoralisiert. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ja, ansonsten muss ich sagen, war es schön warm die Nacht. Das Setup optimal wieder. So wie es sein muss. Ja, aber jetzt erstmal Kaffee. Moin, Markus. Moin. Alles klar? Ja, ja, alles einwandfrei. Wunderbar. Reden wir später nochmal drüber, wie du geschlafen hast, oder? Ja, jetzt gibt's erstmal einen Kaffee. Genau. Wie hast du denn geschlafen, Tom? Ich habe sehr gut geschlafen. Setup wie beim letzten Video, hat alles gut gepasst. Es ist halt verdammt feucht alles, wenn du aus dem Biwak rauskommst. Selbst unterm Tarp immer alles ein bisschen feucht gewesen. Aber mei, das ist halt beim Draußenpennen, wenn es regnet, dass es irgendwie nass ist. Aber sonst eigentlich sehr gut, ja, hat gepasst. Mit dem Setup absolut zufrieden, oder? Ja, wie immer. Ja, das ist das gleiche wie beim letzten Video. Mhm. Biwaksack, Isomatte, Schlafsack, alles gut. Perfekt. Ja. Dankeschön. Bitte. Jetzt kühl worden, sage ich jetzt einmal, aber dann wieder ein bisschen ausgerichtet. Und ja, so war die Nacht gut. Ich war sehr positiv überrascht. Also um die 0 Grad mit dem Tropenschlafsack geht auf jeden Fall. Kann ich mittlerweile jetzt sagen. Und ich bin jetzt nicht einer, der wo leicht friert, aber ich bin jetzt auch nicht einer, der wo bei minus 10 Grad irgendwo mit der Decke rumliegt. Ja. Also war zufrieden die Nacht. Danke. Hey. Ja, Freunde, an dieser Stelle, hier noch am letzten Flecken Schnee, möchten wir uns bedanken, dass ihr reingeschaut habt und verabschieden auch gleichzeitig. War eine schöne Zeit mit euch. War cool. Vielen ja. Dank, ja. Dass ich bei euch sein konnte mal. Mal was anderes. Okay. Dann sehen wir uns bei meinem Kanal wieder, beim nächsten Video. Oder bei seinem. Oder bei seinem. Ach so, er hat ja keinen. Er ist der Infiltrator. Ich habe schon 20 Videos gedreht. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus, ciao. Servus. Reicht, oder? Ja.